Hallo und herzlich willkommen zurück bei Raft mit Floki und Mitty. Warum ist mein Wasser nicht mehr da? Ich habe noch nicht alles getrunken. Meine Wasserbehälter sind leer. Nee, ich habe sie, glaube ich, gar nicht voll gemacht. Ach so. Ach so. Müssen wir dann nochmal zum Bötchen zurück, oder wie? Ich möchte, wir müssen nochmal zum Bötchen. Aber hier, die Krebse schwimmen hier irgendwo rein. Weiter nach oben. Oben? Ja. Ach so, müssen wir denen vielleicht folgen? Keine Ahnung. Kann auch sein. Aber hier ist es stockduster drin. Ich habe keine Luft. Also, und es gibt keine Luft, so wollte ich sagen. Oh Gott, ich ersticke schon. Ja, wir können uns ja nochmal kurz beim Boot ein bisschen ausrüsten. Weil hier ist auch nichts drin. Ja, ich komme. Bist du oben bei den Krebsen? Nee, ich bin quasi... Ja, ansonsten... Oh, hier ist wirklich düster. Und die Stirnlampe, die geht unter Wasser nicht, kann das sein? Kann natürlich sein, ja. Hier sind bestimmt die Quallen und so hier da, die das ein bisschen beleuchten. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Was ist oben? Oh, oh, ist, ich werde sterben. Warum? Ich war... Da ist aber Luft. Ja. Oh Gott. Ich glaube, mein Dings ist kaputt, meine Pulle. Meine ist auch gleich hin, ja, ja. Ah, gut, dann brauchen wir eine neue. Ja, dann müssen wir nach oben zum Boot, ne? Wird's ja nichts. Nach oben zum Boot. Ah, warte mal, Scheinwerfer, können wir das Ding vielleicht wieder reparieren lassen? Ach so. Mal kurz rüber zu dem. Ja. Nutzen eines Teil eines Scheinwerfers. Bam! Ach so. Und dann gehen auch die die Quallen weg. Okay. Sehr gut. Da habe ich einen Kescher in der Hand, verdammt. Wo ist unser Boot? Ich muss erstmal nach oben. Ah, da. Ah, okay. Boot möchte. Das Boot müsste hier rum sein. Ja. Ja. So, gucken wir, ob Bruce schon alles aufgefressen hat hier, oder? Oh. Er hat gerade nach dir geschnappt. Ich glaube, nach dir. Nee, nee, ich war schon. Warst du schon? Nein. Erstmal Wasser. Ja, jo. Das restliche Frischwasser gleich voll reinschütten. Kann ich mir nämlich nochmal zwei Flaschen voll machen, dann können wir gleich schon wieder los. Sauerstoffflaschen. Ich guck gerade. Kunststoff. Eine leere Flasche? Jo. Ein bisschen Glibber. Ja, das Problem, wenn die leeren Flaschen befürchte ich sein. Aber meine geht noch, also ich brauche noch keine neuen. Deine Sauerstoffflasche? Ja, die geht. Dafür wird es noch reichen, denke ich. Meine ist komplett weg. Meine Flossen sind eigentlich auch durch. Seil, Kunststoff. Wie ich auch voll bin, komplett. Ja, das geht mir auch so. Deswegen mache ich mich auch gerade ein bisschen leerer. Ich lasse den einen Speer jetzt hier, ne? Wenn ich. Ja, ja. Oh, Metallfall habe ich einen abgesahnt. Dann habe ich doch nur einen. Nee, doch, ich habe trotzdem drei Speere. Ich habe. Meiner ist halb. Also. Wird vielleicht mal einen frischen von dir mitnehmen. Ja, hängt hier oben in der Kiste rechts, wo du gerade dran bist, daneben in der oberen. Ja. Was habe ich denn hier? Rote Melone. Ein erfrischendes Getränk für einen heißen Sommertag. Ich pack's erstmal in den Schrank. Ich habe leider nur eins. Müssen wir noch ein zweites finden. Oh, hier sind ja auch noch Dinger drin. Alter Schwede, das ist so ein Chaos hier, ne? Weiß gar nicht, wie ich hier mit leben konnte. Ich finde hier nix.
So, ich habe schon mal eine neue Sauerstoffflasche. Das ist gut. Das ist schon mal besser als gar nichts. Wir haben Dickfisch hier. Ich mache mal ein paar Hähnchenschenkel für uns fertig hier. Ja. Ich schmeiß jetzt erstmal alles hier rüber. Ach, warte mal, Flossen? Oh, ich sehe Tank. Haben wir sowas? Ist dir sowas schon über den Weg gelaufen? Ja, Seetang, der typische. So was, haben wir das schon zigmal hergestellt? Nee, den rohen. Ach so, das kann ich ja nicht sagen. Ich guck mal wieder in alle Kisten rein, wie immer, wenn ich irgendwas baue. Ich glaube, wir haben keinen Seetank. Explosiven Schleim kann ich dir anbieten. Danke, den brauche ich gerade nicht. Scheiße, wir haben wirklich alles durchgeschmolzen, ne? Also Flossen gibt's keine. Na gut, dann ist es so, bin ich halt ein bisschen langsamer unterwegs. Hast du noch Planken zufällig gerade in der Tasche? 3. Dann komm mal her schnell zum Grill und leg die mal beim Grill drauf. Dann nehme ich nochmal 10 raus. Ist ja nicht so, als hätten wir es nicht. Ich find's bloß nie. Danke. Nimm dir die 3 Hähnchendinger damit. Warte mal, ich habe hier auch noch ein Stück Fleisch. Das könnte ich nochmal drauf schmeißen schnell. So, 3 Hähnchendinger, jawohl. Ich habe hier schon mal die nächsten durchgehauen. So. Okay. Kann ich schon wieder was trinken? Ich habe mich gerade voll getrunken. Das ist ja. Was mir jetzt noch fehlt, wäre eine neue Flasche. Weil die habe ich gerade verbaut. Ja, das stimmt. Wo du es gerade sagst. Die waren aber auch nicht gerade günstig, glaube ich. Nee. 4 Glibber. Aber Glibber haben wir eigentlich noch ein bisschen was da. Oh, dann geht's ja. Wir schmeißen das mal weg. So. Schmeißen den Rest erstmal hier rüber. Dann können wir rein theoretisch auch wieder los. Pixie Stars. Heb dich um Längen vom Aussehen in die Höhe. Was soll ich denn damit? Nimm mal anziehen kurz, ich will mal sehen. Ich sehe es ja und ich sehe nur die Zähne, wenn ich das aufhab. Stell dich bitte ein bisschen ins Licht. Alter. Aber wirst ja beleuchtet. Ja, beleuchtet ist es ein bisschen. Ja. Die Taschenlampe automatisch leuchtet bestimmt auch unter Wasser. Oh, jetzt siehst du glatt ein bisschen besser aus. So, Nimm ihn. Licht hier rum. Achso, ja, ich nehme den. Wasser habe ich, Essen habe ich, Sauerstoff habe ich. Es wird auch wieder hell. Und der Wasser nicht viel bringt, aber ja. Naja, stimmt. Wir könnten rein theoretisch. Los, alles klar dann. Aua! Ach ja. Bruce ist natürlich am Start. Ach so. Er kommt schon wieder zu mir, der Olle. Stichen ab mit dem Speer. Ah, ich habe ihn eingegeben, hat mir die Hälfte Gesundheit trotzdem gekostet. Oh. Ich gehe gleich in die Lücke rein, ne? Ich komme. Ich bin auch da. Also da, wo wir eben freigemacht haben, ne? Genau. Alter, Bruce ist ja richtig böse. Ja, er ist ausgehungert, der arme Junge. Ja gut, ist richtig. Hier steht schon wieder G. Ja, sind wir doch richtig. Geh weg. Du kannst ja auch mit drauf. Kann ich auch ein bisschen Luft haben? Ja, darfst du. Danke. Aber hier oben gibt es auch Luft. Ah ja. Okay. Aber. Gut. Ansonsten auch nicht viel mehr. Nee. Oh, hier ist der große Tunnel. Ja. Da sind wir gerade. Geht's auch in die andere Richtung? Da sind wir gerade hergekommen. Also. Ja, aber. Nee, andere Richtung ist zu. Achso. Hier ist der. Ich nehme mal mit. Hier liegt ein Akkuschrauber. Ja, kannst du leider nicht einstecken. So, schick gewesen. Halt. Hier geht's nach oben. Achso. Also hier geht's hier raus, aber es mal so an die. Dann hier nach oben geht, ist er dahingestellt, aber. Ah. Doch. Ein bisschen. Ist auch noch ein Hinweis, den nehme ich mal. Ja. We don't work on new floors anymore. Everyone is scared of the grabber. There's talk about leaving before the water gets even higher. Leaving for that other construction project. The one taken over by rafters.
They call it Utopia. The only Utopia I need is right here. I've started to secure the tower. As long as I live, no one will claim my treasure. No one will reach my nest. Doch, doch, mein Freund, wir schon. Richtig. Aber heißt, ich dachte, das wäre jetzt hier quasi das Utopia. Heißt das, da können wir noch hin? Oh, oh Gott. Da hat weh getan. Die Eleganz in Person, ne? Oh, oh, scheiße, hier sind Nagelbretter. Oh Gott, ja, bin ich blind. Die hast du nicht gesehen. Nee, nee, hab ich nicht gesehen, natürlich nicht. Wie ja, das hier auch. Schön gut. Oh, hier geht's. Nee, hier können wir nicht rein. Hier können wir. Okay. Aufpassen, jetzt musst du auch deine Eleganz ein bisschen raushängen lassen. Ja, ja, ja. Wo bist denn du? Ach so. Durchducken. Geht jetzt auch keine Stirnlampe? Ich weiß nicht. Ich hab sie zwar dabei, aber nicht ausgerüstet. Ich glaube, meine ist einfach so weggebrannt. Ich hab die nicht mehr. Achso, das kann auch sein. Ja, im Notfall, wenn es zu dunkel ist, geht's noch, weil nicht würde ich sie aufsetzen. Kistchen. Wir müssen wohl hier nach oben. Hä? Oh Gott. Was denn? Ja, ich glaube, ich bin latsche die ganze Zeit über irgendwelche Nagelbretter. Achso, das kann sein. Aber ist die Frage, wie wir jetzt nach oben kommen? Das ist eine ziemlich gute Frage. Oder geht's dann, hier ist schon wieder Schicht im Schacht. Also hier sieht's nicht aus, als würde man hier lang kommen. Also durchspringen kann ich hier, aber... Hä, es kann nicht alles gewesen sein. Nee, eigentlich kann das auch nicht alles gewesen sein. Er hat so gut gesichert und dann soll hier Schluss sein? Ja. Was ist denn hier mit dem? Ja. Gemacht? Aua. Alter, wer ist denn die? Ah, jetzt sehe ich da unten die Falle. Ja, okay. Ich glaube, da müssen wir lang. Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Kann das sein? Ja, ja. Hier waren wir noch nicht. Vorsicht! Au. Das ist eine Scheiße hier! Ja, und jetzt? Wie habe ich das aktiviert? Ach, da ist ein Seil! Das ist ein Seil. Oh mein Gott! Aber freu dich, wenn du hier um die Ecke kommst. Nee, nee. Freu mich nicht. Oh Gott. Ganz langsam. Kind für. Da wäre ich fast reingelaufen. Ha. Das ist ja eine fiese Ratte. Doppelter Sprung. Aua. Ich dachte, ich bin schlau und gehe nach oben, aber. Sag doch, was drauf genagelt? Nee, ich bin wahrscheinlich einfach zu weit rechts rüber. Also. Okay, das ist eine Kiste. Jo. Also hier rein, jetzt wird's eklig. Ich hab schon gesehen, dass das nicht so cool wird hier an der Seite. Nee. Aua. Hey. Ich glaub, das geht gar nicht. So. Er übertreibt es aber auch maßlos, ey. Ja, richtig. Und es hört nicht auf. Nee. Ich bin hochkonzentriert. Hier vielleicht so. Komm schon. Nee. Ich glaube, du musst hier. Ja. Nee. Springen. Doch, springen, ja. Dann die Mitte runter, ja.
Vorsicht, hier ist wieder eine Falle. Oh Gott. Oh, oh. Oh, hast du Schwein gehabt? Oh, jo. Schöne Säge, wo ist... Ach, da ist das Seil. Das habe ich nicht gesehen. Habe ich Anlauf genommen. Alter, der hat doch eine Klatsche. Ist denn mit Nein, nein, nein. Was denn, was denn? Ich weiß nicht, irgendwas hat mich schon wieder erwischt. Dann bist du irgendwie zu weit rechts oder links gekommen. Ich trinke erstmal einen Schluck. Den Schreck. Oh, aber scheiße. Kein Schnaps dabei. Ah, nee, ich habe meine... Doch, hä? Meine Sauerstoffflasche brauche ich ja gerade nicht. Nee. Stimmt, ich könnte meine Flossen mal ausziehen. Oh, die können ja nicht ummachen. Aber... Ich sag's dir, um die nächste Ecke brauchen wir sie wieder. Aber, ja. Der war gut. Hast du dich volles Brett erwischt? Ja. Gut, weil du warst von der Ecke weg. Und mit einmal... Ich bin scheiße gesprungen. Ah ja, so ja. Wie du. Ja, ein bisschen zu weit vorne geblieben. Ja, ich glaube, wir müssen hier eh runter, ne? Komm. Ja, ich das gewusst, dass wir einmal runterspringen können. Ja. Wenn wir uns die Schmerzen erspart. Oh, da unten sind Dinge. Oh, das heißt, wir haben sein Nest dann nicht mehr erreicht. Ja. Der kleine Verräter. Hast du... Willst du mal Stirnlampe anmachen? Mal gucken, was es bringt? Ja, schon ein bisschen schummrig. Oh, jo. Oh. Doch, hätte ich mal auch eine. Scheiße, müssen wir dann mal eine bauen. Ah, guck mal. Schlüssel zum Großlager. Jo. Nice. Und wir haben einen Bauplan für einen fortgeschrittenen Scheinwerfer. Aha. Den wir auf den Kopf setzen können. Oh, sehr gut. Gucken, was wir dafür brauchen, ich befürchte. Oh, mal nochmal. Wasn't on the forefront of my mind. The water stole it from me. Oh, I should have acted sooner. Now there's trouble in the way. It's risky to deal with, but it might be worth it. The thought gnaws at me. Ah, but it's just one shark. How hard could it be? Hast du mir gerade zugehört? So ein bisschen kurz, dann war ich abwesend. Okay. Was, warum? Er sagte, das Großlager könnte sich lohnen, wofür ein Schlüssel wir eingesammelt haben. Ja, 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 da war ich noch dabei. Richtig, aber da ist halt ein Hai und naja, wie schwer kann es schon sein, den zu töten? Ich vermute mal nicht, dass es ein Easy-Peasy-Hai ist wie Bruce. Weißt du, was ich am geilsten finde? Dass du wusstest, dass ich das Ende wieder nicht zugehört habe. Also die schlimmen Sachen blende ich immer aus, weißt du? Ja, verstehe ich. So ein automatischer Schutzmechanismus, ne? Oh, kommen wir hier direkt raus? Antwort sind wir direkt raus. Oh, ist ein Tresor. Nee. Eine Kiste, ja, Giranda. Vielleicht ist da Titan drin. Bolzen, Dekorationspaket, Leder, Glas, Scharnier. Nee, leider nicht. Ich habe rote Melone gefunden. Alter, hier ist noch. Oh, dann können wir mal zusammen eine trinken. Ich habe nämlich die zu Hause gelassen extra. Und ein Dekorationspaket habe ich noch gefunden. Hier ist eine Menge Stuff. Ja, Metallfall. Und eine Kiste. Das kann ich schon mal alles mitnehmen. Sushi, hier ist Sushi. Willst du Sushi? Rezept Barbecue, Smitty. Klingt auch nicht schlecht. Aber Sushi? Ich esse einfach Sushi. Oh, na, okay. Rezept. Ich bin voll. Das war ein Rezept. Ja, ja. Ich esse es mal schnell. Okay, dann ist das der Hai, der hier so einen Aufriss macht? Dann kannst du da mal alleine reden. Nee. Hier oben ist nichts, ne? Darüber? Jo. Jetzt raus. Okay. Also, ob es rausgeht, weiß ich nicht, aber hier geht's auf jeden Fall. Ja. Hä? Warte mal, war hier was? Ne. Wir kommen noch nicht hoch hier. Oder müssen wir über die Seite laufen? Ja, das könnte sein. Und hier was an die Wand gemalt. Was an die Wand gemalt? Guck mal an. Da ist der Schatz, das ist eine Schatzkarte, hat an die Wand gemalt. Also, ja, es wird das Großlager sein, oder was? Da unten? Ja, gehe ich auch von aus, ja. Aber was hat das Männchen da noch zu tun? Hier sind wir wahrscheinlich, nach dem Motto. Ach so. Da müssen wir hin. Oh, das gibt's auch nicht. Was ist denn mit ihm nicht in Ordnung, ey? Über die Leiter geht's.
Okay. Ist doch gleich am Großlager in Anführungszeichen, aber ich würde sagen, ich bin voll, wir müssen zurück zum Boot schon wieder. Ja. Ich bestimmt auch. Oh Gott, ist das tiefschwarze Nacht hier. Jo, schwere Nacht. Ja, lass uns mal vernünftig ausrüsten. Ich will so eine Lampe bauen. Ja, mal gucken, was die kostet, ne? Das ja, ist das, was Entscheidende. Ist ja wär's natürlich. Ja, aber wär schon schöner, wenn man. Meine ist jetzt. Nee, meine ist noch nicht kaputt. Oh. Du bist doch bestimmt gleich wieder da. Ja, der hat mich gerade gebissen. Ah, ja. Der Stinker. Hat bestimmt auch schon das halbe Boot aufgefressen, aber ich guck gar nicht erst. Oh, wir haben es ja alles Metall verstärkt. Aua. Aha. Oder Astrid meckert ganz erbärmlich, aber wir haben noch was. Was soll ich sagen? Eigentlich ist noch was da. Dann die Lampe. Ja. Bestimmt bei der anderen, oder? Nee. Hab ich auch gedacht, aber da ist sie nicht. Stirnlampe? Oder fehlt uns dafür noch ein Teil, dass wir sie noch nicht erforscht haben? Ach so, ja, das kann auch sein. Ja, wir müssen sie noch lernen. Ja, ja, die müssen aber noch lernen. Ah, ja. Jetzt kannst du gucken, habe ich. Oh, nice, ja. Oh, ich habe hier noch mehr. Ich lerne mal ein bisschen was durch. Nein! Trinkglas. Aha. Was fortgeschrittenes ist das? Sammelnetz. Oh. Okay. Pass mal auf hier, was kommt denn jetzt? Entsafter? Ach, ich werde verrückt. Sag mal, hier, Kontrollpunkte. Alles? Hä? Da ist noch ein drauf, ein Recycler. Oh. Ich gehe noch einen weiter, pass mal auf. Ah, hier ist der Elektrogrill. Ah, den aber trotzdem, Alter, wir müssen ja noch so viel bauen. Ja, ja, aber ich würde sagen, wir machen erstmal die Insel durch, ja? Ja. Aber erstmal die Lämpchen. Lämpchen geht nicht, die Titan waren zwei Stück. Obwohl, hast du nicht zwei geschmolzen? Weißen für dich, die liegen noch drin. Das heißt, eine Lampe können wir bauen. Dann Batterie ist mit Glück vielleicht aufgeladen. Ja. Ah, hier ist eines hier noch drin. Ja, dann nimm dir noch eine extra mit, würde ich sagen. Ja, zwei Seile. Fortgeschrittener Scheinwerfer. Fuck, wo ist denn der? So, ich muss mir schon wieder leer machen, fällt mir gerade ein. Sushi-Rezept. Ah, hier ist er ja. Zuverlässig und mit hervorragender Akkulaufzeit. Das wollte ich hören. Tut mir leid, da müssen wir zusehen, dass wir dann nochmal einen zweiten bekommen. Wenn wir herausgefunden haben, wo wir das Titan haben. Wo wir das Titan nochmal herkriegen, ne? Ja. Was mit Rezepten? Die könnte ich doch an den Tisch pinnen, ne? Ja. Wenn wir nicht haben, dann können wir sie doch umhin pinnen, genau. Lass uns mal hier mit einer roten Melone anstoßen. Oh, das wäre natürlich geil. Warte, ich hole mal eine. Ich glaube, ich hier irgendwo einen Schrank einfach geknallt. Ja. schöne Wassermelonenscheibe oben drin. Lecker, lecker. Mit Strohhalm, dann Prost. So, dann zum Wohl. Hast du gar nicht mehr noch ein paar Herben? Na, da bin ich doch richtig gut wohl genährt. Wir können los. Oh, wassermäßig gibt es auch einen Bonus, ne, mit der roten Melone. Ja, jo. Wir können los. Ich bin komplett bin vorbereitet und ausgerüstet. Das wollte ich schon nicht mal sagen. Ich bin ready to go. Was ist das für ein Geräusch? Der Wasseraufbereiter. Nee. Ja, irgendwas klappert hier so komisch. Du hörst nur Saugen von dem. Also. Nee. Haben wir hier noch irgendwas zu beißen? Ja, ich hab gerade nochmal ein Hähnchen draufgeschmissen. Das ist sehr gut. Ich kaum mir ruhig an vor. Ich kann nämlich eine Menge Hähnchen essen. Wir müssen auch mal gucken, dass wir gleich vielleicht nochmal irgendwas kochen oder so. Das Essen wird langsam knapp. Aber jetzt gut, machen wir erstmal hier fertig. Oder beziehungsweise schauen wir mal, wie weit wir jetzt hier kommen. Ich würde sagen, wir gucken mal ins Großlager oder? Ja, ja, klar. Haben wir noch irgendwie Heilsalbe oder so? Nee, ne? Ah, warte, ich hänge die Rezepte noch schnell auf. Genau.
damit du nachher auch auf jeden Fall weißt. Neue drei Hähnchenflüge sind fertig für dich. Wie das geht, was du mehr kochen musst. Darfst. Oh, klatscht das Sushi dran. Ach, Sushi hängt schon. Oh. Na gut, dann habe ich Barbecue jetzt da hingeknallt. Ja, das ist okay. An Sushi kann ich dann eigentlich wegschmeißen, oder? Ja, das kannst du wegschmeißen. Topf Barbecue, ein frisches Steak, das kriegen wir demnächst bestimmt nochmal. Ein Fisch, ein Hähnchen und ein Pilz, ja. Aber gut, Pilze weiß ich nicht. Dann sorge ich im Meer, ist doch richtig so, ne? Ja, einfach irgendwo hinschmeißen, der Müll. Geht hier irgendwann schon weg. So, Essen ist fertig, ja, dann können wir... Dann können wir nochmal los. Können wir eigentlich nochmal eine kleine Pause einlegen? Okay. Was du da hast, ist mein Zimmer. Achso, Entschuldigung, ich hab nur Musik gehört. Ja, dann, wenn ich keine Musik hören darf, dann lass ich's. Das bin ich. Wollen, dass ich beschwert über die schlechte Musik. Ihr könnt mir anschmeißen, wenn wir den Hai besiegt haben, dann können wir eine Party feiern. Ach Gott, den Hai müssen wir besiegen. Ach, warte mal, wo hast denn du die Speere hingetan? In der Kiste oben rechts, neben den, wenn du vorstehst, vor den großen oben rechts, auf der hängt oben rechts. Da ist ein Speer drin, den nehme ich mir mal noch, ne? Ja. So, alles klar. Wir ziehen los, und zwar in der nächsten Folge, ins Großlager. Und für die erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis denn, tschüss. Ciao.